2051. Ich hoffe, das Bild und Ton einigermaßen funktionieren. Ist jetzt mit dem Licht ein bisschen blöd, weil es hinter mir hell ist und von vorne ist es jetzt nicht mehr ganz so gut beleuchtet, wie es normalerweise sein sollte. Aber ich denke, ihr könnt zumindest erahnen, wo ich sitze. Und wir wollen ja mal ein bisschen schauen, was heute so in Absurdistan abgeht, auch wenn eigentlich Ostern ist. Auch zum Osterwochenende kann ich euch nicht ganz vom absurdistanischen Irrsinn verschonen oder mit dem absurdistanischen Irrsinn verschonen. Dafür ist allerdings die Redaktion vollzählig anwesend. Juna turnt gerade hier rum, Fladdy sitzt unterm Tisch. Ihr werdet also gleich beide Chefredakteure zu sehen bekommen. Wir müssen aber direkt loslegen, denn ich muss mich ein bisschen beeilen. Deswegen steht auch Kurzvlog in der Überschrift, denn nachher reitet die Verwandtschaft ein. Und ich muss vorher noch ein bisschen oben klar Schiff machen und auch noch Haare waschen gehen. Deshalb jetzt ein kleiner Kurzvlog und dann schauen wir mal, ob wir uns heute Abend nochmal zusammensetzen. Ich hoffe, das passt zeitlich alles. Aber jetzt steigen wir erstmal direkt mit dem ersten Thema in die Berichterstattung. Es gibt was von notbayern.de, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ist das jetzt Satire oder meinen Sie es ernst? Da aber die gesamte absurdistanische Medienlandschaft ziemlich übereinstimmend das Gleiche schreibt und ja nun kein 1. April ist, habe ich die Befürchtung, ja, die meinen das wirklich ernst und ja, die erwarten auch, dass ihr denen das glaubt. Naja, ob ihr denen das glaubt oder nicht, das ist natürlich absolut eure Sache, aber schauen wir uns mal an, worum es dieses Mal geht. Ich habe das Ganze eher so zu den Geschichten aus dem Paulanergarten verorten wollen, aber klar, in Absurdistan wundert einen irgendwann überhaupt nichts mehr. Nun wird ein Riesenskandal zusammengestrickt, denn angeblich hatte ja eine, was auch immer, Gruppe vor, den Captain Gammelahn zu entführen. Ja, das meinen die ernst. Also die Medien meinen das ernst. Riesengroße Berichterstattung, Sondersendungen, Land auf, Land ab fast schon. How dare you? Da hätte eine extremistische Gruppierung den alten Gammelahn entführen wollen. Und nun hat Nordbayern berichtet, was sie bei den Razzien, in denen entsprechend im Verdacht stehenden, in den Wohnungen der im Verdacht stehenden potenziellen Entführer alles gefunden haben. Unter anderem wurden Mobiltelefone sichergestellt. Liebes Nordbayern.de, wir haben das Jahr 2022. Zeigt mir bitte einen Haushalt, wo nicht mindestens zwei Mobiltelefone vorhanden sind. Also was ist denn das für eine Argumentation? Es wären Mobiltelefone gefunden worden. Ja, das wäre vielleicht in den 90ern noch was Besonderes gewesen. Aber heute ist es doch eher verdächtig, wenn da kein Mobiltelefon ist, oder? Abgesehen davon wird es auch nicht sonderlich besser bei dem, was wir noch so aufgezählt haben. Es wurden nämlich Messer sichergestellt. In jeder Wohnung gibt es für gewöhnlich eine Küche. Und was findet man da? Richtig, Messer. Und Mobiltelefone und Messer, was soll das jetzt für ein... Also, es ist völlig alltäglicher Kram. Was soll damit jetzt für ein Narrativ erzeugt werden? Also, es erschließt sich mir nicht so richtig. Aber weiterhin haben sie erzählt, dass diese Gruppe, die den Gammelahn da entführen wollte, ja auch noch die Machtübernahme vonstatten gehen lassen wollte, wie auch immer. Sie wollten die Macht in Absurdistan. Also mit Mobiltelefonen, mit Messern, mit ein paar Boltenböllern und was habt ihr da noch so aufgelistet? Also das ist irgendwie, und täglich grüßt das Murmeltier. Das haben wir doch schon 120.000 Mal besprochen. Gab es doch vor ein paar Jahren schon den angeblichen Skandal. Ja, war ein Umsturz geplant von angeblichen Rechtsextremisten. Was wurde gefunden? Zwillen. Ja, genau. Ein Umsturz mit Zwillen. Das will ich sehen. Ich sitze in der ersten Reihe und esse Popcorn. Das würde mich nämlich sehr interessieren, wie das funktionieren soll. Aber da sieht man wieder, was da für ein Schwachsinn medial publiziert wird. Klar, die Politik springt drauf an. Die können das ja wundervoll für sich instrumentalisieren und nutzen. Haben sie wieder ein paar Besoffene gefunden, die bei 3 Promille irgendeinen Scheiß ins Handy getippt haben. Da kann man jetzt einen wunderschönen Skandal heranstricken, der die eine oder andere Überwachung und Drangsalierung rechtfertigt. Genauso wird es wohl auch aussehen, denn das machen sie ja wie immer. Oder machen sie ja immer so. Jetzt schreibt Andi, die haben 2018 ein scharfes Luftgewehr gefunden. Ja, genau solche Sachen. Gewehre gefunden. Ja, mein Gott, Luftgewehre. Und was will man damit tun? Also, bestimmt wird man mit einem Luftgewehr und einer Zwille irgendwo die Macht an sich reißen. Vielleicht irgendwo in einem selbst in einem dritten Weltland nicht. Also nicht mal da würde das gelingen. Vielleicht im Kindergarten. Die Herrschaft über einen Kindergarten übernehmen oder so, das kann ich mir vorstellen. Wenn sie da mit so einer Zwille kommen und die Zwille ganz gut funktioniert, so geben die Kiddies alle auf und da kann man den Kindergarten beherrschen. Also, naja. Ihr seht, da wollte jemand, der wahrscheinlich im Suff irgendeinen Schwachsinn geschrieben hat, nun angeblich die Macht übernehmen. Und das kommt den Medien und der Politik mehr als nur gelegen. Captain Gammelahn heult natürlich rum, wie schlimm doch alles wäre, aber er wird ja gut beschützt. Ja, wir zahlen das ja auch. Also wir bezahlen den Personenschutz für diese Personalie, der dann anschließend mit, was weiß ich, einem Luftgewehr und 2 Zwillen oder so, keine Ahnung. Ich muss mal die Kamera richtig einstellen, gib mir mal eine Sekunde. Der dann anschließend mit
völlig Nonsens angeblich entführt worden, werden sollte. Wir zahlen ja die ganze Chance. Das ist ja das Traurige an der Sache. Aber naja, er kann sich jetzt wieder in den Mittelpunkt spielen, hat jetzt wieder was, womit er sich Aufmerksamkeit zuschieben kann, wo er sich irgendwo wichtig machen kann, was die ein oder andere erneute Talksendungseinladung rechtfertigt. Also im Prinzip fast schon eine Win-Win-Situation. Unsere Damen und Herren Grünling haben wieder was gefunden, die Medien haben wieder was gefunden und der Captain Gammel an, er kann sich wieder ein bisschen in den Vordergrund spielen. Kann er doch froh sein, dass irgendeine Depp irgendwo angeblich irgendwas hingeschrieben haben soll. Soll ja ums böse Telegramm gegangen sein. Vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken, dass vieles, was irgendjemand im Vollsuff oder wie auch immer irgendwo schreibt, dass das möglicherweise keine sonderlich große Gefahr, dass da keine sonderlich große Gefahr dahinter ist, dass das irgendwer in die Tat umsetzt. Aber es wird ja halt immer ganz gern suggeriert. Ja, er sieht in anderen extremistischen Gruppierungen, die hier ganz offen publizieren dürfen, auf eigenen Websites, die eigentlich gerichtlich längst verboten wurden, die dann einfach auf eine andere Domain umziehen, sieht das völlig anders aus, aber das interessiert ja keinen, weil das sind ja die süßen, flauschigen Linksaktivisten oder aber die Klimaaktivisten. Und dazu haben wir gleich ein schönes Beispiel. Denn wie flauschig und niedlich die sind, hat sich nun in Frankfurt am Main gezeigt, das hat die Süddeutsche berichtet, da ist nämlich eine Person zu Schaden gekommen durch eben jene Ökospinner. Ökospinner ist eigentlich noch verharmlost, das sind handfeste Extremisten in dem Fall. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Kleines Stichwort. Es gab nämlich mal wieder eine Demonstration, einen Protest von der her vom Allerletzten. Die nennen sich ja die letzte Generation und die sind tatsächlich das Allerletzte. Ja, sie erzählen da einen vom Weltuntergang, kann man jetzt glauben oder auch nicht. Ja, wie viele Weltuntergangspäpste gab es schon? Wäre schön, wenn sie mal wieder von der Pyramide springen würden, da wäre nämlich Ruhe. Aber das machen sie ja leider sehr selten. Gegen solche Fanatisten habe ich gar nichts. Also solange das freiwillig ist, ist es mir wurscht, wenn sie sich auf die Pyramide stellen und dann kollektiv da mit 600 Leuten sich abmurksen gegenseitig. Das können sie gern machen. Das ist, solange das freiwillig und in gegenseitigem Einvernehmen ist, gerne. Da ist zumindest der Rest der Gesellschaft von verschont. Problem ist nur, bei der Ausprägung, die wollen ja den Rest der Gesellschaft nötigen. Und das haben sie ganz wundervoll geschafft. Eine Radfahrerin, eigentlich deren Zielgruppe, eine Radfahrerin ist wegen diesen Extremisten nun im Krankenhaus behandelt worden. Was hat alles vorgefallen? Das Letzte hat Öl auf die Straße gekippt. Ja, wie man das eben so tut, wenn man für Umwelt ist denen ja scheißegal, wenn man für Klimaschutz demonstriert. Man kippt ein bisschen Öl auf die Straße. Was soll das Ganze bringen? Ich weiß es nicht. Das wissen sie vermutlich selber nicht. Auf jeden Fall ist etwas von diesem Öl auf dem Radweg geflossen und dadurch kam eine Radfahrerin zu Fall. Das ist jetzt nicht ganz so geil, wenn andere Räder wegrutschen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit war und zeigt, dass diese, ich will sie jetzt nicht Kinder nennen, Kinder klingt so verharmlosend, dass diese Deppen oder Sonderpfosten, ich glaube Sonderpfosten bringt es gut auf den Punkt, es zeigt, dass diese Sonderpfosten wirklich zu blöd zum Scheißen sind. Stellen sich hin, sie wollen gegen Ölbohrungen in der Nordsee demonstrieren. Also auf der einen Seite jammern sie, bloß kein Öl von den Russen importieren. Wenn man aber dann eigenständig Öl anderswo beschaffen will, dann ist es auch wieder nicht gut. Dann stellt man sich hin und kippt Öl auf die Fahrbahn, weil man dumm ist oder wie. Nimmt billigend in Kauf, dass es zu schwersten Unfällen kommt. Und wenn dann was passiert, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, dann stellt man sich, oder dann erzählt man, ja, es war ja nicht geplant, dass das auf dem Radweg fließt, das Öl. Also, dass eine Flüssigkeit sich vielleicht gewissermaßen den eigenen Weg bahnt, entlang der geologischen oder entlang der Eigenschaften der entsprechenden Umgebung. Wenn da ein Hang ist oder so, fließt das meistens runter, muss ich euch nicht erklären. Also, dass ich eine Flüssigkeit, einen Weg suche, der möglicherweise nicht zu 100% vorher abgesteckt wurde, was vielleicht nicht unbedingt von den Leuten vorhergesehen wurde, weil sie zu dumm sind, weil sie in Physik geklatschen waren und nicht wissen, dass halt Flüssigkeiten bergab fließen oder so, da hätte man mit rechnen können. Aber schön, wie sie sich jetzt dafür entschuldigen, das wollten sie ja nicht, denn sie haben das ja gar nicht so geplant. Ja, wäre ja auch noch schöner, wenn sie geplant hätten, dass da jemand zu Schaden kommt. Also es zeigt doch einfach nur, was das für Deppen sind. Auch interessant, dass man Öl ausschüttet, wo sich das ganz besonders gut im Grundwasser macht. Ist meistens so, dass es man nur unter ganz, ganz besonderen es kommt drauf an, wo man ist, aber es ist ja unter anderem so, dass man nur unter ganz besonderen Umständen zum Beispiel ein Auto waschen darf oder dass irgendwelche Arbeiten an Öltanks und so. Da gibt es super hohe Auflagen für Kfz-Werkstätten. Die dürfen das nämlich nicht einfach in Gulli kippen, wenn da irgendwas ist. Heißt also, wenn da irgendwo Öl verloren geht, dann ist das eine ziemlich große, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, Katastrophe, wo es massiv Aufwendungen, wo es massiv Anstrengungen gibt, damit das eben nicht irgendwo ins Grundwasser gelangt. Und was machen unsere Vorzeigeaktivisten, denen es ja nur um die Rettung der Welt geht? Ja, die kippen das Öl einfach mal auf die Straße.
nehmen sie nicht nur billigend in Kauf, dass Personen zu Schaden kommen, nein, sie nehmen auch noch in Kauf, dass es zu schweren bis schwersten Umweltschäden kommt. Kann man ja mal machen, ist ja alles für die gute Sache, nicht wahr? Aber das zeigt eben wieder, wie hirnverbrannt diese Leute sind. Die ganze Zeit hetzen, wir dürfen bei den Russen nichts kaufen. Wenn man dann vielleicht doch mal drüber nachdenkt, eigene, in Anführungszeichen, eigene Ölquellen anzuzapfen, dann ist es aber auch wieder nicht okay. Da wird dann kurzerhand Öl, woher auch immer sie das nur hatten, auf die Straße gekippt. Wie so ein bockiges Kind. Was das Ganze bringen sollte, ich kann es euch nicht sagen, wahrscheinlich sich irgendwo in den Vordergrund spielen, Aufmerksamkeit generieren. Aber das sind die gleichen Leute, die im Februar Kartoffeln gepflanzt haben. Wir haben am Kanzleramt die Grünfläche umgegraben, auf Steuerzahlerkosten, weil wir reparieren die ganze Scheiße, wir bezahlen die ganze Scheiße, ja, haben da die Grünfläche umgegraben und haben im Februar Kartoffeln gepflanzt. So, wer jetzt nicht ganz blöd ist und mit der Wurst so auf der Wurstsuppe hergeschwommen ist, der weiß vielleicht so ein bisschen, wann pflanzt man denn Kartoffeln? Ja, wenn der gröbste Bodenfrost durch ist. In der Regel nicht im Februar. Aber das sind sie dann, die Ökospinner, die uns allen erzählen wollen, wie wir zu leben haben, selber zu dämlich Kartoffeln zu pflanzen. Und auf die Idee, dass es vielleicht ein bisschen schädlich sein könnte, wenn man Öl irgendwo in die Walachei kippt, sind sie anscheinend selbst auch nicht gekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Würde man freitags weniger klatschen und schwänzen und dafür ein bisschen am Unterricht teilnehmen, zum Beispiel Biologie oder Physik, dann könnte man solchem Irrsinn ein klein wenig vorbeugen. Aber kommen wir zur nächsten Meldung. Wir wollen jetzt nicht über Idioten reden, wobei das tun wir ja die ganze Zeit. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die deutlich brisanter sind, die ja mittlerweile ja auch spannenderweise von Leuten durchgepeitscht wurden oder werden, die ihrer Zielgruppe, ihrem Kernwählerklientel eigentlich was ganz anderes versprochen haben. Denn die Welt hat berichtet, dass die absurdistanische Hampel einmal mehr die Rüstungsausgaben erhöht. Diesmal nicht die für Absurdistan, also nicht die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Nee, sie wollen sie nennen es Rüstungshilfe, auf 2 Milliarden Euro hochschrauben und mehr als 1 Milliarde davon soll in die Ukraine gehen. Ah, ja, wir haben's Geld ja. Uns erzählen, es wäre kein Geld für alles Mögliche da. Ist ja Renten und so können wir uns nicht leisten und in die Bildung investieren geht nicht und Infrastruktur gammelt weg, weil wir haben ja kein Geld. Aber 2 Milliarden Euro an Rüstungsertüchtigungshilfe in alle Herren Länder exportieren. Da wüsste ich jetzt auch gerne, mit welchem Recht, in Anführungszeichen, mit welcher Begründung absurdistanisches Steuergeld in irgendwelche Armeen anderer Länder gepumpt wird. Es erschließt sich mir nicht. Das ist nicht der Sinn oder das ist nicht das, was man den Steuerzahlern erzählt, weshalb die Geld abtreten müssen. Ist nicht unser Problem, wie die Armeen, wie das Militär anderer Länder aufgestellt ist. Jetzt ganz platt ausgedrückt, es ist deren Angelegenheit. Wäre mir übrigens neu, dass andere Länder uns Hilfe zahlen, damit wir die Bundeswehr aufrüsten. Also scheint auch nur so ein absurdistanisches Phänomen zu sein oder weitestgehend absurdistanisches Phänomen. Das Absurdistan Milliarden im wahrsten Sinne des Wortes springen lässt, um sie einfach an alle Länder zu verteilen, damit die sich ein paar Panzer von kaufen können. So, wenn die Panzer haben wollen, dann müssen sie es selber bezahlen. Aber aktuell argumentiert man ja mit den bösen, bösen Russen, deswegen müssten wir ja. Nochmal, die Russen und die Ukraine haben seit fast einem Jahrzehnt da einen Konflikt. Der hat nichts mit Absurdistan zu tun und erst recht nichts mit den Steuerzahlern. Zudem ist der größte Teil der absurdistanischen Bevölkerung auch nicht unbedingt in der Stimmung, sich da einzumischen. Ja, ich weiß, irgendwelche gefakten Umfragen besagen immer was anderes. Die Mehrheit der Bevölkerung will ja. Bullshit, frag doch mal rum auf der Straße. Es ist die absolute Minderheit, die tatsächlich sagt, ja, wir wollen uns da jetzt einmischen, wenn man ihnen die Konsequenzen offenlegt. Das ist das, was die Medien nicht tun. Einfach mal mitteilen, was denn die logische Konsequenz ist, wenn sich Absurdistan einmischt. Das ist nämlich dann der Punkt, der verschwiegen wird. Dann sind wir nämlich aktive Kriegsteilnehmer. Viel Freude damit. Das sagt man den Absurdistanern meistens nicht. Das sind Suggestivfragen, die gestellt werden im Sinne von, sie wollen doch, dass wir helfen. Und deswegen sind sie doch sicherlich dafür, dass wir ein paar Panzer schicken. Und da sagen die Leute dann, ja. Würde man den Leuten sagen, ja Moment, wenn wir da aber Panzer hinschicken und Raketen und was weiß ich nicht alles, dann sind wir Teilnehmer. Das heißt, die dürfen uns ganz legitim auch angreifen. Nach Kriegsrecht. Dann werden sie aber ganz, 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 ganz ruhig. Aber das sagt man den Leuten eben nicht. Und da kann man sich dann wunderschön hinstellen und suggerieren, dass ja alle dafür wären. Ein Scheiß ist dafür. Ja, es gibt ein paar verstrahlte Kobold und so, denen traue ich das zu. Aber lieber Kobold, fahr rüber, die suchen Freiwillige, die bauen gerade eine Söldnerarmee auf. Kannst du dich einbringen?
auf eigene Initiative, ohne es 83 Millionen Menschen aufzuzwingen. Problem ist nur, dass sie da dann in der Regel eben auch keine Lust hat. Nee, sie stellen sich hin, ballern Geld raus, ohne nachzudenken, weil das wirklich verdammt gefährlich ist, ziehen ein Land, was damit nichts zu schaffen hat, in den Krieg, finden das auch noch geil, fühlen sich damit auch noch moralisch überlegen. Und was wirklich das richtig Bittere ist, dass deren Wählerschaft das nicht mehr kapiert. Waren das nicht immer die Grünen, die für Pazifismus und so eingetreten sind? Jetzt sind es die Grünen, die für Kriegstreiberei eintreten. Weil wir müssen ja. Scheiß müssen wir. Was die Ukrainer, was Zelensky und Putin machen, ist deren Sache. Müssen sie selber mit klarkommen. Man kann der Bevölkerung helfen. Ja, man kann dafür sorgen, dass die Bevölkerung in Sicherheit leben oder in Sicherheit abwarten kann, bis der Konflikt beigelegt wird. Aber das war's dann auch. Es gibt keine weitergehenden Verpflichtungen in irgendeiner Art und Weise, irgendeine der beiden Beteiligten mit Munition, jetzt im verbalen Sinne, auszurüsten. Überhaupt keine. Im Gegenteil, es gibt tausende Gründe, die dagegen sprechen. Sehr gewichtige Gründe. Geben wir der Kobold ein Lastenfahrrad, lassen wir sie rüberfahren, dann kann sie einfach alleine mitmachen, wenn es ihr doch Spaß macht. Aber schön, dass man dafür Milliarden hat. So, kommen wir weiter zu den nächsten, zu den nächsten Themen, zum großen Tagesthema sogar schon oder zu einem der großen Tagesthemen. Wir gucken nämlich mal zum Lügel. Der hat mit dem Pendlerpauschale geredet, der naja, auch mal wieder mit der Schild-Schnaps-Idee um die Ecke kam. Denn ihr wisst ja, Energie verbrauchen, in Anführungszeichen, man kann Energie ja gar nicht verbrauchen, man kann Energie nur umwandeln. Aber Energie in Anspruch nehmen ist ja nur auch böse. Müssen wir jetzt sparen, weil der böse, böse Russe. Und da hat die Pendlerpauschale eine wundervolle Idee für euch, wie ihr das machen könnt. Denn 10% sind immer drin. Ja, sagt das mal jemandem, beispielsweise einem Rentner, der ohnehin schon mit der Kerze abends zu Hause sitzt, weil er sich den Strom nicht mehr leisten kann. Erzählt dem mal, die 10% Einsparung, die sind aber immer drin, der wird sich bedanken. Oder einer Familie mit Kindern, die auch nicht mehr weiß, wo sie noch irgendwo einen Cent abzwacken sollen. Lieber Pendlerpauschale, sage diesen Leuten, die unter deiner Politik leiden, ganz face to face, also von Angesicht zu Angesicht, dass 10% doch immer gehen an Einsparungen. Ich hoffe, dass als Antwort dann eine verbale Faust zurückkommt. Aber na klar, er hat das Ganze ja auch noch, er hat ja auch noch gesagt, wie das vonstatten gehen soll. Denn ihr sollt beispielsweise eure Wohnung einfach einen Grad kühler heizen. Das wäre dann zwar nicht so gemütlich, aber deswegen friert ja keiner. Ach so. Eigentlich ist es aber durchaus völlig legitim, dass Leute, die den ganzen Tag ackern waren, um Pendlerpauschale und Konsorten zu finanzieren, dass diese Leute, wenn sie abends nach Hause kommen, im Gemütlichen sitzen. Jetzt ist es auch nicht mehr erlaubt, dass die Wohnung gemütlich ist. Ah, weil die bösen Russen. Interessant. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich möchte durchaus in einer gemütlichen Wohnung sitzen. Und ich denke, der Großteil der Absurdistaner in aller Regel auch. Aber es wird noch faszinierender, denn weiterhin sollt ihr doch bitte abends die Vorhänge zumachen. Denn wenn ihr die Vorhänge zumacht, dann spart ihr ja schon etwa 5% der Energie. Also für den jeweiligen Heizvorgang. Also die meisten Leute, die ich kenne, haben ein gewisses Eigeninteresse daran, die Fenster zu, also nicht die Fenster, sondern die Vorhänge zu machen. Weil man eigentlich auch nicht möchte, dass da jemand reinklotzt, besonders halt im Erdgeschoss oder so. Ich für meinen Teil mache immer die Vorhänge abends zu. Liegt in der Natur der Sache, denn wenn draußen dunkel, drin hell, kann man wundervoll reinklotzen. Bin ich nicht so der Fan von. Und wenn ich hier so abends durch die Straßen gehe, sehe ich normalerweise auch, dass ebenfalls in höheren Geschossen Vorhänge zugezogen sind. Die wollen nämlich auch nicht beobachtet werden. DJ fragt auch gerade, wer lässt denn nachts die Vorhänge offen? Ich kann es euch nicht sagen. Der Pendlerpauschale vielleicht, so ein paar Exhibitionisten oder so. Heißt das so? Ja, Exhibitionisten. Also wer halt draufsteht, der kann das ja machen. Aber der Großteil der Leute macht doch sicherlich aus eigenem Interesse die Vorhänge schon zu. Aber nein, jetzt kommt der Pendlerpauschale und erzählt euch, ihr sollt gefälligst die Vorhänge zumachen, um Putin zu ärgern. Und die deutlich brisanteren Sachen. Er will weiterhin, also erstmal appelliert er ja daran, dass die Leute doch bitte auch ohne Zombie zu Hause arbeiten sollen, um Energie zu sparen. Jetzt wüsste ich gerne, wo das Energie spart. Also erstens wird die Energie, die sonst im Büro verbraucht wird, dann eben zu Hause verbraucht, weil der Rechner genauso läuft und sowas. Das Licht muss auch angemacht werden, das Telefon und sowas läuft auch. Also linke Tasche, rechte Tasche an der Stelle. Aber er will Energie sparen, indem die Leute zu Hause arbeiten. Ah, aber die Leute, die während Zombie zu Hause gearbeitet haben, die haben ganz schön geächtzt unter den steigenden Energiekosten, unter den höheren Stromkosten, weil sie eben dann den Strom zu Hause verbrauchen, den sie sonst im Büro verbrauchen würden. Also auch hier vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich wüsste aber immer noch, oder ich würde immer noch gern sehen, wie beispielsweise ein Bauarbeiter zu Hause arbeitet oder ein Busfahrer.
Oder die Fahrbereitschaft vom Bundestag, die können doch zu Hause arbeiten, das wäre doch mal geil. Nee, er möchte nun die Leute zu Hause arbeiten lassen, um Energie zu sparen. So, jetzt wird es aber richtig haarig, denn das Ganze soll erst einmal auf freiwilliger Basis sein. Hm? Die Leute sollen erst einmal auf freiwilliger Basis zu Hause arbeiten? Also nicht, dass ich was dagegen habe, wenn Leute zu Hause arbeiten, wenn sich das anbietet, wenn das klappt von der Firma her. Klar, es ist doch wurscht, wo die Leute sitzen. Es ist sehr angenehm, wenn sie nicht irgendwie durch die halbe Stadt rennen müssen und naja, versteht das schon. Also wer das machen kann, super. Aber die Formulierung, erst einmal freiwillig, was impliziert denn das? Ja richtig, übermorgen Zwang. Schön. War zum wie vielleicht ein kleiner Testlauf, wie weit man der Bevölkerung auf den Sack gehen kann? Erst einmal sollen sie jetzt freiwillig weiter zu Hause arbeiten, weil das ja so gut geklappt hat bei Zombie. Und da wir es ja auch hinbekommen haben, bei Zombie die Leute dazu zu zwingen, zu Hause zu hocken, da können wir uns jetzt vielleicht auch dazu zwingen, entweder weil Klima oder weil der böse Russe und wir Energie sparen müssen, ist ja auch wurscht. Im Prinzip kann man sich ja ein neues Strohmann-Argument parat legen, warum man die Bevölkerung nun wieder zu Hause einsperren will. Aber schön, dass man es ganz offen mitteilt und der Lügel da nicht mal nachfragt. Erst einmal freiwillig. Ach so, ist das das freiwillige Angebot? Und wenn nicht genügend das Angebot annehmen, dann zwingt man es den Leuten auf? Ist das so im Sinne Mafia und sowas? Naja, scheint den Pendlerpauschale offenbar nicht aufgefallen zu sein, dass das ziemlich totalitär ist, was er da rausgeknallt hat. Und nochmal, ich bin nicht gegen das von zu Hause aus arbeiten. Im Gegenteil, ich finde das sehr gut, wenn es funktioniert. Aber das sollte doch bitte jeder bzw. jede Firma selbst entscheiden können. Ich kann nämlich so ein Pendlerpauschal überhaupt nicht beurteilen, ob es notwendig ist, dass die Mitarbeiter anwesend sind oder nicht. Das muss die Firma schon selber für sich intern klären. Aber es gab noch einen weiteren Tipp. Ihr sollt doch bitte, bitte mit dem Fahrrad fahren über Ostern. Ja, genau. Und nicht nur über Ostern, sollte er auch ansonsten machen. Denn jeden Kilometer, den ihr nicht mit dem Auto fahrt, das ärgert ja den Putin. Also erstmal, lieber Pendler Pauschal, es ist Putin scheißegal. Ob mit dem Auto gefahren wird oder eben nicht. Ich werde übrigens diesen Tipp definitiv, oder diesen, was heißt Tipp, das ist ja fast schon eine Anweisung von Pendler Pauschal. Ich werde dem nicht nachkommen. Ich fahre nämlich morgen mit der Verwandtschaft nach Polen, nicht mit dem Lastenfahrrad. Wir fahren mit dem Dieseldrecker und tanken da dann entsprechend den Drecker auch wieder voll mit polnischem Diesel. Ist Putin übrigens scheißegal. Aber schön die Argumentation, wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt, dann ärgert ihr ja Putin. Nee, es interessiert Putin den alten Eimer. Haben wir ja schon mitbekommen, sollte Absurdistan da nichts mehr importieren, dann importieren sie halt nach Asien rüber, das tun sie ja schon. Die Rohstoffe werden sie immer los. Problem ist nur, finden wir jemanden, der uns alternativ beliefern kann. Und da sieht es dann ein bisschen schwieriger aus. Ihr wisst aber nun Bescheid, ihr sollt gefälligst 10% Energie einsparen, weil wir ja unabhängig werden müssen von den Russen. Also erstmal habt ihr das Land in die Abhängigkeit getrieben unter anderem, also durch euer Zutun, durch eure permanenten Forderungen, dass wir unsere eigene Energieversorgung vor die Wand fahren, sind wir überhaupt erst in diese extreme Abhängigkeit gerutscht. Ja, gewisse Sachen mussten wir schon immer importieren, das ist völlig richtig, Absurdistan hat nicht ganz so viel, aber wir waren zumindest noch in der Lage, unseren eigenen Strom, unsere Stromversorgung sicherzustellen. Sind wir jetzt nicht mehr. Danke, liebe Grüne. Dass die Gasspeicher so leer sind, liegt übrigens auch an den Grünen. Wenn man da jetzt mal kurz drüber nachdenkt, was da im letzten Sommer passiert ist, da wir unsere Energieversorgung nicht mehr vernünftig gedeckt kriegen, da wir da im Prinzip, naja, die Kraftwerke abgeschalten haben und nun von Luft und Liebe leben sollen, aber wenn kein Wind weht und wenn keine Sonne scheint, eben die tollen Regenerativen halt für einen alten Scheiß machen und einen Scheiß an Kilowattstunden produzieren. Da also im Prinzip die Energieversorgung gegen die Wand gefahren wurde, mussten im Sommer die Gasspeicher angezapft werden, um mittels Gas Energie zu erzeugen. Man hat also das Gas, was für den Winter war, im Sommer verbrannt. Und da ist kausal verantwortlich die grüne Politik. Chapeau, habt ihr toll gemacht. Hat also wundervoll funktioniert. Diese massive Verknappung des Gases kommt nicht etwa davon, dass Putin nicht mehr liefert oder so. Nee, das kommt von der eigenen Politik. Aber man kann es ja wunderbar auf andere schieben. Und nun kann man diesen ganzen totalitären Wahn, den man seit Jahren in der Schublade hat, mit jeder neuen Schwachsinnsbegründung neu auflegen. Ist euch das mal aufgefallen? Die wollen immer das Gleiche, die fordern immer den gleichen Murks. Aber das, womit sie es begründen, ist völlig austauschbar. Scheint ja doch nicht so sehr ums Klima zu gehen. Also wirklich viel Gewicht oder wirklich viel Relevanz haben deren eigenen Argumente nicht. Erst stellen sie sich hin und wollen euch erzählen, wegen Klima dürft ihr nicht Auto fahren.
Dann ist das Klima aber so schnell austauschbar, dass ihr dann plötzlich wegen Zombie nicht mehr Auto fahren dürft, weil ihr müsst ja homestayen. Und dann ist auch das wieder völlig irrelevant. Und dann dürft ihr nicht mehr fahren oder nicht mehr mobil sein wegen den bösen Russen, weil wir Energie sparen müssen. Ah, also auf mich wirkt das ja so, als wäre die Begründung völlig irrelevant. Als würde man sich immer was anderes aus dem Hut zaubern, was eben gerade irgendwo in Zeitgeist, ins Weltbild passt, ins Narrativ passt und damit dann die alte Leier neu auflegen wollen. Es scheint nicht wirklich um das angebliche Anliegen zu gehen. Sonst würde man es ja nicht so willkürlich austauschen können. Also, es ist vollkommen generisch, was man eben als Argument, als Begründung ranzieht. Was man aber durchdrücken will, ist immer das Gleiche. Und da wüsste ich schon ganz gerne, ob da nicht möglicherweise doch ein anderer Hintergrund vorhanden ist. Beispielsweise einfach Machtgeilheit, so andere unterdrücken wollen, Größenwahn. Ist ja völlig, könnt ihr euch eure eigenen Gedanken zumachen. Aber dass es darum geht, oder dass es wirklich um das Anliegen geht, was in den Vordergrund geschoben wird, ja, danach sieht es nicht aus. Sonst würde man das nämlich nicht so schnell austauschen. Aber schauen wir uns die nächste Meldung an, die passt ganz wundervoll dazu, denn nicht nur Heizen ist böse, sondern auch Bauen, das wisst ihr ja schon. Bauen ist ganz, ganz gemein, weil Klima und Weltuntergang. Und da hat die Bild-Zeitung drüber berichtet, die Clara Geiwitz einen rausgehauen. Die SPD-Bauministerin. Was diese Frau an Kompetenzen im Bausektor mitbringt, ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sie jemals auf einer Baustelle war. Ich glaube auch nicht, dass sie ansonsten da irgendwie Ahnung von hat. Aber gut, das wird halt wieder die Multiquote sein, weil ist halt eine Frau. Ja, ich weiß davon ja nicht drüber reden. Aber ich sehe bei der Frau Geiwitz keine Qualifikation in dem Bereich. Korrigiert mit, wenn ich da was übersehen haben sollte. Sie erzählt nun, dass es ökologisch und ökonomisch unsinnig wäre, mal wieder, hatten wir schon, Einfamilienhäuser zu bauen. Der Bau von Einfamilienhäusern, der muss eingedämmt werden. Ach so, in einem Land, in dem Wohnraum zusehends unbezahlbarer wird. Nicht wegen bösen, bösen Investoren, wie uns immer verkauft werden soll, sondern einfach, weil Bauen immer schwieriger zu realisieren ist. Und zwar sowohl im Mehrfamilienhausbereich als auch im Einfamilienhausbereich, weil die Auflagen immer höher werden, weil die Kosten immer stärker explodieren. Wo sich immer weniger Leute es sich noch leisten können, Immobilien zu erwerben, ob nun ein Familienhaus oder nicht, ist völlig egal. Also, wo Wohnraum immer knapper wird, man gleichzeitig aber die ganze Welt importieren will, die auch irgendwo wohnen wollen, in der Regel nicht im Pappkarton unter der Brücke. In so einer Situation stellt sich die Clara hin und erzählt, dass Einfamilienhäuser eingedämmt werden müssen. Es müssen ja kleinere Wohnflächen her und mehr Gemeinschaftsflächen. Also erstens, wie viel Wohnfläche jeder für richtig erachtet, das obliegt jeder Person selber. Liebe Clara, wenn du gern im Schuhkarton leben willst, mach es. Aber du hast keinerlei Recht, anderen vordiktieren zu wollen, auf wie vielen Quadratmetern sie ihr Leben zu gestalten haben. Das ist nämlich absolute Geschmackssache. Es gibt Leute, die bevorzugen es, auf kleinerem Raum zu leben, die finden das gemütlicher. Es gibt aber auch Leute, die brauchen gewissermaßen ihren Freiraum, vielleicht auch, weil sie gewisse Hobbys haben, die ein bisschen mehr Platz benötigen. Was ganz Banales, einfach, wenn ihr gerne ein Bild malt. Ihr braucht eine Staffelei, ihr braucht irgendwo Platz, damit ihr die Staffelei aufstellt, ihr braucht die Farben und sowas. Also muss ich euch nicht erklären, ist relativ klar, es hängt eben von den unterschiedlichen Bedürfnissen ab. Aber schön, dass sich die Clara nun hinstellt und will, dass man die Wohnkonzepte ändert, dass man auf kleinem Raum leben soll und dafür mehr Gemeinschaftsflächen haben soll. Also ich für meinen Teil lebe ganz bewusst alleine. Übrigens auch, weil es ziemlich, ziemlich unangenehm für potenzielle Mitbewohner wäre. Ja, in so einer WG mag das noch funktionieren, wenn jeder seine eigene Buchte hat. Aber wenn man irgendwas hat, wo man da mit mehreren Leuten interagieren muss, ehrlich gesagt will ich nicht die Person sein, die mit mir zusammen wohnen muss. Und das sage ich aus gutem Grund. Hat also eine gewisse Berechtigung, dass ich nicht in irgendeinem Gemeinschaftsding leben möchte. Das ist in allerseitigem Interesse an der Stelle. Und da kenne ich sehr, sehr viele, denen das ganz genauso geht. Es gibt nämlich durchaus Leute, die haben kein Interesse daran, in irgendeiner Kommune zu sitzen. Die haben durchaus ein gewisses Bedürfnis nach Ruhe und die wollen dann auch keine anderen Leute sehen. Die haben also kein großes Interesse an irgendwelchen Gemeinschaftsbereichen. Schön, dass sich dann nun die Clara hinstellt und erzählt, dass gefälligst alle da in irgendwelchen, sollen sich da doch bitte alles teilen und es wäre ja völlig überholt, dass man seinen eigenen Bereich hat. Nee, liebe Clara, das nennt sich Privatsphäre. Jetzt schreibt das Sven, jeder braucht andere Menschen, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, denn klar, so ein bisschen Interaktion ist ja ganz nett, aber in meinen vier Wänden brauche ich keine anderen Leute. 1-2 Tage zu Besuch geht völlig klar, wenn jetzt Verwandte kommen, Verwandte mal zu Besuch, das passt schon. Aber Leute, die hier wohnen oder die permanent sich hier aufhalten, ganz sicher nicht, da reichen mir 2 Katzen.
Also, nee, lieber Sven, wenn du gerne mit anderen zusammenlebst, ist das völlig in Ordnung. Aber es geht ja um was völlig anderes. Es geht ja nicht darum, wie ihr wohnt oder nicht wohnt, das ist eure Sache. Es geht darum, dass es offensichtlich nun mal wieder politisch runterdiktiert werden soll. Dass ich jemand dazu aufschwingen möchte, nämlich die Clara an der Stelle, euch vorzuschreiben, wie ihr zu leben habt. Sandro schreibt, er braucht niemanden. Das würde ich so unterschreiben, Sandro. Ich kann das nämlich auch nicht haben. Aber das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die kommen nicht damit klar, alleine zu sein, aber es gibt eben auch Leute, da würde ich mich auch mit zuzählen, die kommen nicht damit klar, wenn ständig irgendjemand einer auf den Keks geht. So, das ist eine absolut persönliche Entscheidung. Das muss jeder für sich selber, mit sich selber ausmachen. Das entscheidet jeder für sich. Richtig, Klaus. Da hat sich keine Clara hinzustellen und zu erzählen, es wäre ökonomisch und ökologisch, aber völlig überholt und ihr dürft das nicht. Und ihr müsst jetzt Gemeinschaftsbereiche haben und gefälligst da überall zusammen wohnen. Und Einfamilienhäuser sind ja nicht zeitgemäß. Also erstmal, liebe Clara, Einfamilienhäuser bieten vor allem eines, nämlich Privatsphäre in den vier Wänden. Heißt also, wenn da, was weiß ich, der Sprössling, der neunjährige Max, Blockflöte lernen möchte, kann er das in einem Einfamilienhaus auch um 3 Uhr morgens tun. Ohne, dass die gesamte Nachbarschaft terrorisiert wird. Oder Oboe oder irgendwas. Heißt also, man ist viel freier in dem, was man tut. Man kann also auch zu Uhrzeiten, die jetzt vielleicht nicht ganz so sozial verträglich sind, ein bisschen lautere Aktivitäten vornehmen. Ist dann auch dem Nachbarschaftsfrieden sehr zuträglich. Wenn jetzt beispielsweise jemand Opernsänger ist und in einem Wohnblock in Marzahn-Hellersdorf wohnt, 13. Etage, 200 Parteien, dann werden die Nachbarn das bestimmt ganz geil finden, wenn die Person dann entsprechend ihres Berufs übt. Ist nämlich nicht so schön für die Nachbarschaft. Also es gibt durchaus einen Haufen Begründungen, da muss man kein Opernsänger für sein, warum es besser ist, entsprechend mehr Platz für sich zu haben, ohne direkte Nachbarn. Und gerade Familien mit Kindern, die werden das wahrscheinlich allesamt, wenn sie dann in einem Einfamilienhaus leben oder den Unterschied oder das beides mal gehabt haben, die werden relativ schnell unterschreiben, dass es nicht unbedingt spaßig ist, mit Kindern, mit einer Familie irgendwo in einem Mehrparteienhaus zu sitzen. Ja, natürlich müssen viele Leute das und natürlich geht das auch irgendwie. Die Frage ist nur, wenn es eine Alternative gibt und wenn diese Alternative durchaus funktioniert für diese Leute, wenn sie sich es leisten können, Häuschen zu bauen, warum sollen sie es denn nicht tun? Warum soll das den Leuten dann vorenthalten zu werden? Und nein, liebe Katja, ich sehne mich nicht nach irgendwelchen Leuten, die mit mir hier wohnen. Ganz sicherlich nicht. Das kann ich dir mit bestem Wissen und Gewissen sagen. Nein, das will ich definitiv nicht. Aber jetzt soll es ja nicht darum gehen. Wir wollen jetzt über die Clara reden. Wir wollen ja uns über Politik unterhalten. Die Clara hat nämlich erzählt, dass man auch generell ja keine Einfamilienhäuser mehr neu bauen sollte. Die Clara argumentiert, dass ja irgendwann die Kinder aus dem Haus sind und dann wohnen die alten Leute alleine auf dieser großen Wohnfläche. Und das geht doch nicht. Ach so, liebe Clara, schmeißen wir die Leute, die Kinder an dem Haus großgezogen haben, die das Haus gebaut haben, die es finanziert haben, dafür euch noch ein Ferrari finanziert haben über die Steuerabgaben, schmeißen wir die alten Leute dann, wenn die Kinder ausgezogen sind, einfach raus oder was? Ja, wenn es nach der Clara geht, wahrscheinlich schon. Also so nach dem Motto, 40 Jahre buckeln gehen, 20 Kinder auf die Welt bringen, damit die da als neue Arbeitssklaven ja, ins System rutschen und dann aber bitte das Haus abgeben und dann irgendwo in so eine 20 Quadratmeter Buchte ziehen für die nächsten 20 Jahre, solange sie noch ein bisschen Rente haben. Ist das so? Das Vorgehen, wie sich die SPD vorstellt. Also auch wenn ein altes Ehepaar alleine im Haus wohnt. Die können übrigens selbst entscheiden, ob sie das Haus dann vielleicht verkaufen wollen, ob sie es an die Kinder vererben wollen, ob sie es vielleicht vermieten wollen und sich gleichzeitig eine kleinere Wohnung suchen wollen. Das können diese älteren Leute selbst entscheiden. So, aber das möchte die SPD offensichtlich auch vorwegnehmen. Ne? Sie wollen gefälligst, dass die Häuser dann abgegeben werden, damit die Leute dann wo Kleineres hinziehen und damit andere die Häuser dann erwerben können. Also erstens funktioniert das mit dem Häusererwerben für jüngere Leute, für Familien auch nicht allzu gut, weil die Preise immer stärker durch die Decke gehen, durch eure politischen Auflagen. Und auf der anderen Seite ist auch das extremst anmaßend. Schön aber, dass das die gleichen Leute sind, die immer schreien, wir haben Platz. Ach so, komisch. Entweder wir haben Platz oder wir haben Wohnraummangel. Entscheidet euch bitte, beides zusammen geht nicht. Aber auch hier wieder diese Bevormunderei, dieser Nanny-Staat. Wir wollen irgendetwas oder wir wollen etwas nicht und wir zwingen euch auf, dass ihr es ganz genauso sehen müsst. Ja, ihr habt die Freiheit, ja, Meinungsfreiheit, ihr habt die Freiheit, meine Meinung frei zu äußern, nicht wahr? Also es ist echt eine Übergriffigkeit, eine Perversion, wo man sich nur noch an den Kopf fasst. Wenn ein älteres Ehepaar für sich entscheidet, dass ihnen ihr Haus zu groß wird, haben sie alle Möglichkeiten, sich zu verkleinern. Aber bitte freiwillig. Und nicht, weil die Grünlinge das gern hätten und weil die Grünlinge sie dazu zwingen. Komisch nur, dass sowas offensichtlich auch ein bisschen out zu sein scheint in Absurdistan. Da zockt man die Leute ihr ganzes Leben lang ab und dann sollen sie gefälligst im Schuhkarton sitzen und das Haus jemand anderem übergeben. Ja, am besten noch irgendwelchen, die man von sonst wo importiert hat oder was. Das wäre dann so
die Abrundung der Ideologie. Das absolute Wunschbild der Grünlinger. Und dann wahrscheinlich das Haus auch noch verschenken. Also gut, die Frau ist jetzt SPD in dem Moment, an der Stelle, aber das macht ja keinen Unterschied. Gut, lassen wir sie mal vor sich hin klarern. Weiterhin will sie, dass verstärkt mit Holz und Lehm gebaut wird. Ja, das meint sie ernst. Es wäre ja ökologischer, mit Holz und Lehm zu bauen. Jetzt möchte ich gerne sehen, wie man ein Mehrfamilienhaus aus Holz und Lehm bauen möchte. Hm, Lehmhütten? Die haben im Mittelalter gut funktioniert. Konnte man ja auch wieder machen. Aber das ist doch auch wieder, also auf der einen Seite sind Einfamilienhäuser böse, aber es soll ja mehr mit Holz und mit Lehm gebaut werden. Ja, dann baut mal den Wohnblock, den schönen sozialistischen Plattenbau mit Holz und Lehm. Ich bin gespannt. Und Kuhscheiße, genau. Mit Kuhscheiße könnt ihr das alles zusammenkleistern, braucht da kein Mörtel für. Aber auch das ist doch wieder so ein Punkt, wo man einfach nur denkt, was habt ihr geraucht? Könnt ihr nachlesen, das ist kein Scheiß in der Bildzeitung. Mit Holz und Lehm wäre ja viel ökologischer. Ah, und wo kommt das Holz her? Das muss abgeholzt werden. Aber abholzen ist doch auch wieder böse. Hm? Naja, Grünlinge halt. Mit Vollgas zurück in die Höhle. Babylon schreibt, Holz brennt gut. Ja, mit Holz ein Mehrfamilienhaus bauen ist auch sportlich. Besonders die Dimension, die die Grünen offenbar als glänzendes Leuchtfeuer des Vorbildes betrachten, nämlich die Chinesen oder so. Baut doch mal so einen chinesischen Wohnturm, wo da irgendwie 500 Wohnungen drin sind, mit Holz und Lehm. Das brennt nicht nur schön, das kostet vor allem massiv Ressourcen, die ohnehin bereits jetzt beinahe unbezahlbar sind. Wo man wirklich mit Holz bauen kann, ist im Einfamilienhausbereich. Hey, aber die sind ja böse. Ein Einfamilienhaus, so ein Blockhaus, kann man durchaus aus Holz bauen. Funktioniert. Aber ein Hochhaus? Weniger. Und da kommen dann auch die Brandschutzauflagen, die bei Mehrfamilienhäusern nochmal deutlich strenger gefasst sind als bei Einfamilienhäusern. Dann viel Spaß, das mit Holz, Lehm und Kuhscheiße zusammenzukleistern im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da sieht man auch wieder deren Weltfremdheit. Und dieses mit Vollgas zurück ins Mittelalter, zurück in die Höhle. Ja, Lehmhütten, damit kennen sich ja gewisse Kulturkreise gut aus. Vielleicht können wir da jetzt demnächst die Fachkräfte dafür engagieren, die uns dann hier die Lehmhütten bauen. Können wir ja mal machen. Aber ob das ein Standard ist, den man in einem Industriestaat haben will, ich würde ein großes Fragezeichen dran setzen wollen. Jetzt schreibt jemand, Hobbithaus wäre sein Traum. Gibt's ganz viele YouTube-Videos, wo da wirklich Hobbithäuser und so gebaut wurden. Na klar, es ist ganz cool. Aber das ist eben schon sehr speziell. Und das passt auch zu den Wohnbedürfnissen der Mehrheit der Bevölkerung nicht unbedingt so, Hobbithaus. Ja, das ist genial. Aber wohnt doch mal mit Kindern in einem Hobbithaus. Ja, die finden das vielleicht ganz cool, ganz gut und ganz lustig. Aber alleine so ein Hobbithaus erstmal zu bauen, also es passt halt einfach nicht zur Lebensrealität der meisten Leute. Das ist dann schon so Liebhaberzeug. Gibt ja auch Leute, die in der Höhle wohnen. Hier schreibt jemand Tiny House, das bin ich auch kein Fan von. Gibt Leute, die finden das geil. Wenn das für euch das ist, was euch da glücklich macht, bitte sehr. Aber mit so einem Tiny Ding, ihr müsst im Prinzip bei jedem Scheiß, egal was ihr macht, 20.000 Mal überlegen, ob ihr da Platz für habt. Und das ist ehrlich gesagt, das ist mir persönlich sehr unsympathisch. Ihr könnt nicht mal irgendwo was aufbauen, 2 Tage liegen lassen, damit vielleicht ein bisschen weiter basteln oder so. Ihr habt einfach keinen Platz für alles. Und ob das Spaß macht, naja, müsst ihr wissen. Ist ja so ein modernes Ding, so Minimalismus und wie sich das nennt. Ja, das ist so lange geil, solange es modern ist und dann findet man es halt doch scheiße, weil man dann eben doch kaum Platz hat, um irgendwie mal was zu machen zu Hause. Ja, man kann in seinem Bett liegen, man hat da vielleicht noch irgendwo einen Stuhl stehen und ein kleines Scheißhaus, aber das war's. Jetzt schreibt hier Fortin, in Tokio ist ein Tiny House ratsam, ich würde auch nicht in Tokio wohnen wollen. Genau aufgrund des Platzmangels. Also, es ist halt, wer das möchte, bitte sehr. Aber das von oben herab herunter diktieren und den Leuten aufzwingen wollen, da ist eine rote Linie überschritten, das ist ein absolutes No-Go. Aber kommen wir zum zweiten großen Tagesthema. Wir wollen ja eigentlich nur kurz reden, ich muss mich ja ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich noch was von der Zeit. Die haben mitgeteilt, dass Twitter möglicherweise vor einer Übernahme stehen könnte. Ja, ganz so realistisch ist es nicht. Aber Elon Musk möchte gern Twitter kaufen. Er besitzt bereits 9% der Aktien. Gab ja auch vor einigen Tagen die Meldung, er würde in den Verwaltungsrat gehen. Dafür hat wohl da auch einen Platz angeboten bekommen. Hat dann wohl selber gesagt, er steht im Verwaltungsrat nicht zur Verfügung. Also ganz komische Geschichte. Ich weiß nicht, was da nun stimmt und was nicht. Auf jeden Fall hat er offenbar den Vorsatz, Twitter mit der Mehrheit zu übernehmen. Er möchte Aktien aufkaufen. Hat den Aktionären bereits angeboten, ihre Anteile für $54,20 aufzukaufen. Der Börsenpreis ist aktuell deutlich geringer. Und er hat auch eine gewisse Idee im Hintergrund. Er will das nämlich nicht einfach nur machen, weil er Bock drauf hat. Er möchte Twitter zu einer Plattform für Redefreiheit machen. Hier, das Twitter, was permanent von Zensur lebt. Übrigens, einer der großen Anteilseigner bei Twitter ist ein saudischer Prinz. Die sind ja mit Meinungsfreiheit bestens vertraut.
also im eigenen Land funktioniert das ja ausgezeichnet mit der Meinungsfreiheit der Bevölkerung und der Redefreiheit. So viel zu dem Thema. Twitter ist also nicht wirklich dafür bekannt, dass es eine sonderlich freie Plattform ist. Man darf auf Twitter das äußern, was dem offiziellen Narrativ gerade dienlich ist. Man darf sich positiv gegenüber gewissen Pharmaprodukten äußern, man darf sich negativ gegenüber gewissen Staatsführern äußern, nämlich Putin. Wenn man jetzt einen anderen Staatsführer kritisiert, die Amerikaner oder die Absurdistaner oder so, dann ist es verwerflich. Man darf im Prinzip genau das sagen, was die Politik gern hören würde. Man darf also die angestrebte Mehrheitsmeinung äußern. Dass das nicht die realistische Mehrheitsmeinung ist, ist ja eine andere Geschichte, aber man darf das frei äußern, was einem aufgezwungen werden soll an Meinung. Und wenn man was anderes äußert, dann läuft man ziemlich schnell Gefahr, bei Twitter gebannt zu werden. Dann wird man gesperrt, da wird irgendwas herbeikonstruiert, warum man sich bei Twitter eben nicht mehr äußern darf. Jetzt kommt Elon Musk, dem ich das sogar abkaufe, dass er sich da wirklich für einsetzt, weil hat er ja schon ein paar Mal ziemlich deutlich gemacht, indem er beispielsweise ein Satellitensystem bereitgestellt hat für Leute in der Ukraine, gleichzeitig aber gesagt hat, nee, er wird es den Russen nicht verbieten, es zu verwenden. Er ist generell für eine freie Meinungsäußerung. Er ist generell dafür, dass die Leute sich frei entsprechend ausdrücken dürfen. Er wird niemanden von seinem Dienst ausschließen, weil ein anderer das will. Also er hat eigentlich schon bewiesen, dass er es damit ernst meint. So, nun möchte er ausgerechnet Twitter zu einer Plattform für Meinungsfreiheit umgestalten. Und da hat er ein schönes Zitat gebracht. Er definiert Redefreiheit nämlich folgendermaßen: Wenn jemand, den man nicht mag, etwas sagen darf, was man nicht mag oder was man nicht hören will in dem Fall. Hier, genau das ist Meinungsfreiheit. Und das ist auf Twitter leider nicht sonderlich stark vertreten bisher. Und deswegen sind sie auch alle ziemlich am Abkotzen gerade. Es geht eine panische Angst umher, auch beim Konzern Twitter. Die versuchen nämlich jetzt Gegenmaßnahmen einzuleiten, damit Elon Musk nicht die Mehrheit der Aktien erwerben kann. Die haben panische Angst davor, dass Twitter von ihm übernommen wird, weil dann wäre es ja nicht mehr so schön politisch korrekt und entsprechend von oben herab herunterdiktiert. Dann würde ja, das Propagandamedium tatsächlich zu einer Plattform der freien Meinungsäußerung werden, im schlimmsten Fall. Das kann man natürlich nicht dulden. Also es herrscht helle Aufregung, weil möglicherweise demnächst weniger zensiert werden könnte. Wo kommen wir denn dahin? Ja, DJ, exakt, Mimimi. Klar, er hat nur 9% der Aktien. Wäre auch, ich hatte auch eine Summe gesehen, was das wohl kosten sollte. Das ist irgendwie ein ziemlich hoher Milliardenbetrag, den das kosten würde, die Übernahme des Konzerns. Warten wir mal ab, ob es dazu kommt oder auch nicht. Wäre aber sehr, sehr spannend, denn dann werden einige ziemlich rotieren. 43 Milliarden waren es, Dankeschön. Ich hatte irgendwie so 41 im Kopf, aber es waren sogar 43 Milliarden. 43 Milliarden könnte es theoretisch kosten, diese Firma zu übernehmen. Wie viel eine Aktie kostet? Na, aktuell um die $40 waren es, glaube ich. Und Musk hat den Aktionären angeboten, das stand gestern für $54 Dollar aufzukaufen. Jetzt schreibt Klaus, braucht kein Twitter. Ja, ich persönlich brauche Twitter auch nicht. Aber Twitter ist ja nun wirklich der Inbegriff der linksgrünen Korrektheit. Wenn man da irgendwas Böses, Abweichendes äußert, ja, ist man ziemlich schnell weg vom Fenster. Und irgendein linksextremistischer Blödsinn würde auch nicht sanktioniert bei Twitter. Also da können Linksextremisten sich ziemlich frei äußern, aber alle anderen eben nicht. Alle anderen werden diffamiert, werden mundtot gemacht. Ist also kein Ort, an dem man sich irgendwo wirklich frei austauschen kann, aktuell. Und wenn das dazu kommt, dass Musk das umdreht, dass da wirklich eine Plattform der freien Meinungsäußerung daraus wird, der Redefreiheit daraus wird, dann könnte das tatsächlich ziemlich interessant werden. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Könnte sich Twitter sogar zu etwas Lohnenswerten entwickeln. Aber da sehe ich bisher leider noch nicht die allergrößte Hoffnung. Er hat weiterhin noch klargestellt, natürlich geht es, die juristischen Rahmenbedingungen, die bleiben natürlich, also Meinungsfreiheit im Rahmen der jeweiligen Gesetze. Es gibt natürlich auch viele Gesetze, die einer Meinungsfreiheit nicht sonderlich zuträglich sind. Kommt sehr aufs Land an. Aber es wird ja auch immer damit argumentiert, dass man die Meinung, dass man ja zensieren und kontrollieren muss, weil es wäre ja strafrechtlich relevant. Naja, in den meisten Fällen ist es das halt eben nicht. Da stellt man sich hin und will mit diesem Pseudo-Argument dafür sorgen, dass die Leute eben zensiert und mundtot gemacht werden. Die wenigsten Inhalte sind tatsächlich irgendwo strafrechtlich relevant. Sind tatsächlich irgendwo so gravierend, dass da irgendwo ein Gericht ein entsprechendes Urteil fällen würde. In den meisten Fällen wird das vorgeschoben, damit man eben irgendwas weglöschen kann. Und dem soll offenbar ein Riegel vorgeschoben werden, wenn Musk die Firma übernehmen würde. Ich bin absolut kein Tesla-Fan, aber ich glaube ihm, dass er wirklich ein Verfechter der Meinungs- und Redefreiheit ist, weil er sich ja schon ziemlich oft sehr unbequem auch geäußert hat. Nicht nur auf Twitter, sondern auch generell in der öffentlichen Politik oder in der Öffentlichkeit.
in Interviews und sowas, hat ja auch mitgeteilt, was er vom Wegsperren der Bevölkerung hält. Er scheint da keiner zu sein, der es geil findet, wenn irgendjemand von oben herab irgendwas runterdiktiert. Jetzt schreibt Narrativ gerade abwarten. Ja, abwarten natürlich, ändert sich auch oft nochmal, wenn die Leute dann wirklich Macht bekommen. Aber aktuell würde ich ihm zutrauen, dass er da in dem Fall die Wahrheit sagt, dass er es aufrichtig meint. Und deswegen hoffe ich, dass das funktioniert, die Twitter-Übernahme. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Es wird rotiert, es wird vor Angst wütend gegeifert. How dare you, wie kann es denn sein, dass er da die Plattform übernehmen will? Und alleine, weil sie davor Frust schon in die Auslegware beißen, alleine deswegen finde ich es genial. So, machen wir Feierabend. Juna ist da, keine Sorge, weil danach gefragt wurde. Schaut, hier Jungskaya sitzt, da wo sie immer sitzt, nämlich im Regal. Der Fladikant ist ja die ganze Zeit hier. Wir sind also allesamt wohl auf. Ich habe vorhin schon mit Juna ein paar Haargummis geworfen. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Ostersamstag. Ich weiß gerade gar nicht, wie spät es ist. Ich habe ja doch wieder länger mit euch gequatscht als eigentlich vorgesehen. Ich muss jetzt was Kleines futtern und danach muss ich noch schnell Haare waschen und dann hier noch ein bisschen oben aufräumen und anschließend die Verwandtschaft schon vom Bahnhof abholen. Das heißt, wir reden dann nachher nochmal, mal gucken, ob mit Vlog oder mit Eilmeldung oder ob wir noch ausreiten heute Abend. Das wird dann ganz spontan ausgemacht. Aber jetzt genießt erstmal euer Wochenende, genießt das hoffentlich schöne Wetter bei euch, sammelt die Ostereier und dann schauen wir mal, was uns Absurdistan heute noch so an Nachrichten beschert. Bis dann. Na, Fladdy, machst du die Verabschiedung? Also Redaktion vollzählig anwesend.